Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 55 und heute sprechen wir über den Film The Alpinist. Der ist offiziell in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch nicht erschienen, aber ich konnte mir am Donnerstag die Vorabpremiere anschauen und jetzt vor 10 Minuten auch nochmal via VPN in Amerika. Danke an Netflix an dieser Stelle. Auch nochmal die englische Version, aber ich habe ihn mir nicht alleine angesehen, sondern mit einem Gast, der neben mir sitzt tatsächlich und jetzt mit mir gemeinsam in ein Mikrofon quatscht. Hallo Frederik. Hallihallo. So, und wir wollen uns über diesen Film unterhalten und wir haben es original wahnsinnig authentisch gemacht tatsächlich und haben jetzt überhaupt nicht über den Film gesprochen, sondern der Frederik hat wie ein fleißiger Schüler sehr viele Notizen gemacht zum Film und ich habe das auch gemacht und ich habe mir auch am Donnerstag schon Gedanken drüber gemacht und ich möchte nur vorwegnehmen, auch wenn ich diesen Film jetzt hier nicht in den Himmel loben möchte, das hat überhaupt nichts mit der Person, die darin vorkommt, zu tun. Das wurde mir ja vorgeworfen im Sinne des 14 Peaks Podcasts, dass ich ja die Personen schlecht reden möchte. Das war ja überhaupt nicht so gemeint. Aber deswegen nehme ich das jetzt hier gleich mal vorweg. Es geht überhaupt nicht um die Person oder sonst was. Es geht einfach um den Film. Also ich möchte auch nur diesen Film besprechen und nicht die Person per se. Kennen Sie ja nicht. Also, nochmal vorweg auch die Information, wir reden hier über einen Film, den wir bereits gesehen haben. Wir müssen über die Dinge sprechen, die im Film vorgekommen sind und wir werden auch genau das tun und deshalb, gibt es logischerweise Spoiler und deshalb gibt es logischerweise auch Dinge, die man vielleicht nicht wissen will, wenn man sich den Film noch nicht angesehen hat oder wenn man sehr spoilersensibel ist. Wir werden auch darüber sprechen, wie der Film ausgeht. Wir werden darüber sprechen, was der Elefant im Raum ist und wir werden auch darüber sprechen, was für einzelne Dinge während des Films passiert sind. Wen das alles also gar nicht interessiert, was im Film passiert ist und das alles selber rausfinden will, der sollte sich den Podcast im Idealfall eher später nochmal anhören, wenn er den Film dann in anderthalb Wochen in den Kinos im deutschsprachigen Raum gesehen hat. So. Sprechen wir erstmal über den Film im Allgemeinen, über den technischen Aspekt des Films. Frederik, wie fandest du die cineastische Aufarbeitung? Also so, wie man sie ungefähr von The National Geographic vielleicht kennt. Also das hatte mich so ein bisschen an Free Solo erinnert, muss ich sagen. Man hatte jetzt zwar nicht, also kein Kamerateam live am Berg, sondern es war ja meistens eher eine nachgestellte Szene, außer in einem oder bei einer Bergbesteigung, da hatte er ja die GoPro mit und einen Freund, der für ihn die Kamera gehalten hat. Aber ich meine, was ich mitbekommen habe, war dasselbe Kamerateam, welches den Film letztendlich gemacht hat, oder? Ja. Okay. Also an sich würde ich sagen, relativ, also ich glaube, ich habe da noch so richtig keine Meinung. Also ich habe mir den Film jetzt angeschaut und zwischen Film ansehen und diese Aufzeichnung sind ungefähr 10 Minuten und ein Toilettengang vergangen. Ich muss sagen, grundsätzlich fand ich ihn jetzt nicht zu, weiß nicht, dramatisch oder einfach zu sehr gekünstelt. Es wurde schon immer auf die auf die Gefährlichkeit angespielt. Aber das ist ja auch irgendwo berechtigt, wenn halt ein Mensch ohne Seil auf einen Berg klettert. Ich fand, es hielt sich noch im Rahmen. Ich finde, es war halt authentisch. Also ich finde, was man halt im Film sofort ansieht, das ist halt eine Red Bull-Produktion. Also das Red Bull Media House, du siehst das. Du musst dir keinen Film du brauchst 5 Sekunden in egal welchem Film von Red Bull Media House. Es ist ein Red Bull Media House Film. Du siehst das sofort. Es ist alles mit Musik hinterlegt und selbst wenn er davon spricht, dass er gerade duschen war und irgendwie aus dem Zimmer rauskommt, da liegt Musik dahinter. Das muss spannend sein. Und diese Theatralik, die damit aufgemacht wird, das ist halt ein Red Bull Markenzeichen vom Red Bull Media House. Ein ganz witziges Detail, was mir aufgefallen ist, dass CGI-Komponenten dabei waren, die meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig waren, denn 99% des Films ging es halt um die Berge tatsächlich, also wie sie wirklich aussehen, wie wirklich die Verhältnisse waren und extrem aufwendig. Und dann hatten sie einmal den Torre Egger und den Cerro Torre daneben in CGI nachgestellt, weil sie halt keine Aufnahmen von ihm im Dunkeln hatten. Und er hat da halt ein Lager aufgeschlagen und es war halt so unfassbar schlecht, diese Szene. Ich habe mir das im Kino am Donnerstag gedacht. Die dachten halt, glaube ich, wirklich, dass man das nicht sieht, weil es halt dunkel ist. Es waren sehr dunkle Grafiken und man soll halt eigentlich nur sehen, wo er sein Biwak aufgeschlagen hat. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert und als ich das im Kino gesehen habe, war ich komplett raus. Also da wusste ich, Alter, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Hast du das gesehen? Diese Nachstellung auf jeden Fall. Das war jetzt für mich jetzt kein großes Ding, muss ich sagen. Was ich eher bemerkenswert fand, und das war jetzt
der Trauerprozess. Also ich greife jetzt mal einfach vorweg, oder vielleicht hätte ich vorher nochmal spoilern, den Spoiler gehört. Und zwar, als letztendlich die Todesnachricht überbracht worden ist oder als klar wurde, dass etwas schiefgegangen ist, als die Expeditionen gestartet sind, als die Freunde letztendlich angereist sind, als die Freundin und die Mutter halt letztendlich auch vor Ort waren, dass dort ebenfalls die Kamera da war oder vorhanden war und teilweise auch Bildmaterial aus der Situation für diesen Film verwendet worden sind. Also das war so weird. Ich könnte mir vorstellen, dass das andere Filmstudios anders gelöst hätten, ja. Die Trauerfeier ganz am Ende des Films, okay, da wird wahrscheinlich der Trauerprozess schon in Gang gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er abgeschlossen war, aber man hatte Zeit, möglicherweise selbst zu entscheiden, okay, möchte ich das jetzt oder nicht, ja. Und ich glaube, in dieser Situation dann irgendwie noch Bilder und Videos noch mit reinzuschneiden, finde ich schwierig, aber da hat man auch vielleicht gemerkt, dass es dann dass der Film, also die Produktion im Vordergrund stand, ja, also dass das auf jeden Fall noch mit rein sollte. Ja, ich glaube, dass also diese Aufarbeitung vom Unfall und so weiter, dass man da die Freundin und die Mutter nochmal vor die Kamera gezerrt hat, natürlich haben die zugestimmt, natürlich wurden die wahrscheinlich nicht dazu gezwungen, auch wenn sie wahrscheinlich einen Vertrag mit Universal unterschrieben haben, dass sie da zur Verfügung stehen, aber natürlich, nachdem das ja während der Filmproduktion passiert ist oder am Ende der Filmproduktion, gehe ich mal davon aus, dass die dann natürlich die Wahl gelassen haben, darüber zu reden, aber ich finde das schwierig. Also ich fand die Szenen irgendwie schwierig mit anzusehen, weil ich mir dachte, das ist zu privat. Also wenn da die Freundin, deren Freund halt gerade verstorben ist, weil sie haben ja gesagt, das passierte wirklich während der Schnittarbeiten, während des Finish sozusagen. Und dass man dann, die werden ja dann nicht nochmal 2 Monate Zeit gelassen haben, bis sie dann mit ihr gesprochen haben, sondern die werden sie wahrscheinlich gleich mal besucht haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist zu schwierig. Ich finde das einfach nicht okay. Sogar auch das Telefonat, also auch wo sie mit der Mutter telefoniert und sie dann, also das Erste, was sie halt machen, also das Produktionsteam, ist die Kamera anmachen und dann das Telefonat filmen. Das Telefonat filmen, richtig awkward fand ich. Die Bilder von ihr, wie sie nach Alaska reisen, also Mutter und Freundin reisen gemeinsam nach Alaska, um dem Rescue-Team, um zu schauen, was die Ergebnisse sind bei der Rettungsaktion und die machen halt da Fotos von den beiden, wie sie da in dem Raum sitzen von der Bergrettung und am Verzweifeln sind. Und man fragt sich halt einfach nur, das ist ganz nah an der Grenze zu Bild-TV. Ganz, ganz nah dran. Und das hat überhaupt keinen Spaß mehr zum Zusehen gemacht. Ich hätte jetzt auch schon RTL gesagt. Also ja, ich bin da immer vorsichtig. Aber tatsächlich dieses den Moment ausschlachten und der Fakt, dass sie halt in dem Rescue-Raum letztendlich die Kamera nicht mehr anhatten, sondern nur noch Bilder gemacht haben. Ich weiß nicht, das hat für mich schon gezeigt, die haben schon die Ernsthaftigkeit oder diese Dramatik auf jeden Fall gespürt und haben dann... Aber sie wollten halt doch. Sie wollten irgendwas liefern. Irgendwas wollten sie, genau. Und ich bin mir sicher, und ich bin mir zu 100% sicher, dass das die Mutter und die Freundin abnehmen mussten. Klar, weil da würden ja, wenn sie nicht einverstanden gewesen wären, Bilderrechte damit auch verletzt worden. Aber ich glaube, du kannst so einem Menschen auch nicht zumuten, dass er so eine Entscheidung über so einen prominenten Film in so einer Phase des Lebens trifft. Ich finde das insgesamt, das war einfach ganz schlecht entschieden. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, ob es Universal war oder ob es dann doch Red Bull war. Es ist mir eigentlich auch egal, es war einfach falsch, dass das gemacht wurde. Das war jetzt sozusagen eigentlich ja schon das Ende des Films, aber das ist auch zweitrangig. Es war jedenfalls meiner Meinung nach ein bisschen awkward. Genau. Ja. Grundsätzlich zum Film würde ich sagen, also die, oder zu den gezeigten Leistungen, unglaublich. Also, weiß ich nicht, aber das ist ja, glaube ich, außer Frage, dass jemand, der so für sich diesen Sport betreibt und relativ abgeschieden von der medialen Aufmerksamkeit wahrscheinlich möglicherweise aufwächst oder auch seinen Bergsport betreibt, dass das einmal gezeigt worden ist. Er war ja schon relativ unbekannt in dieser Szene. Das war am Anfang für mich auf jeden Fall ein Grund auf jeden Fall, diesen Film zu machen. Aber am Ende des Films habe ich mich gefragt, okay, was war denn das jetzt? Also ich habe die Leistung anerkannt, ich fand das krass, was er geschafft hat, was er gemacht hat. Ich fand es sehr schade, vor allem für die Freundin sehr schade und tragisch, dass sie ihren Freund verloren hat oder für die gesamte Familie. Aber ja, ich weiß nicht, ich wusste am Ende jetzt nicht, was ich davon jetzt letztendlich halten soll. Ja, also so eine Biografie, hatte ich mir dann am Ende gedacht. Was war der Sinn?
Es ist halt komisch. Ich mache einen Film über jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Selbst im Film wird gesagt, also die Freundin sagt, Marc-André Leclerc hat keinen Bock auf Filme, der hat keinen Bock drauf, seine eigenen Freiheiten und sein eigenes Free-Solo-Tun in den Vordergrund zu stellen und zu präsentieren. Er hatte einfach keinen Bock drauf. Gut. Aber dann ihn quasi so lang damit zu beeimern, einen Film dazu zu machen, was exakt dem Gegenteil von dem entspricht, was er tun will, das erschließt sich mir in keinster Weise. Ich weiß nicht, also er muss zugestimmt haben letztlich, klar, aber ich verstehe nicht ganz, was die Filmcrew oder den Initiator des ganzen Projekts dazu veranlasst hat, zu sagen, hey, wir haben da einen Typen, der uns die ganze Zeit erzählt, der hat keinen Bock auf Publicity, stellen wir dann doch erstmal mit Red Bull in Verbindung, weil die haben ja generell, die sind ja dafür bekannt, dass sie keine Publicity produzieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich ein großer Druck auf ihm lastete, auch wahrscheinlich finanziell, dass da irgendwie noch was rumkommt, damit er weiter den Sport so betreiben kann. So wie das eben bei allen Alpinisten ist. Und gleichzeitig hat es aber für ihn bis zu dem Zeitpunkt, und das hat man ja im Film gesehen, sehr gut funktioniert. Also muss der Druck von irgendeinem der Studios, die dabei daran beteiligt waren, gekommen sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann, wenn man sich diese Grundfrage stellt, wieso wird ein Film produziert über jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit stehen will, dann würde ich da auch die Studios in die Verantwortung nehmen, weil wir wissen alle, dass Druck in dieser Branche gut funktioniert. Also Red Bull macht zum Beispiel regelmäßig Druck auf Athleten, dass sie doch mal wieder was Neues produzieren wollen, entweder über den vertraglichen Weg oder den finanziellen Weg. Also man kann nicht sagen, naja, selber schuld. Also das sehe ich halt nicht ganz so. Umso lustiger fand ich es dann letztendlich, dass er während der Dreharbeiten dann einfach zur Natur aufgebrochen ist, ohne halt irgendetwas zu sagen oder bekannt zu geben. Der ist dann einfach mal los auf einen Free Solo auf einem Berg und das Filmteam hat ihn vergeblich versucht zu erreichen. Währenddessen, während der Tour, hat er selber noch auf Social Media gepostet und beziehungsweise gezeigt, dass er unterwegs ist, also noch lebt auf jeden Fall und diese Tour halt gerade macht. Aber das konnte halt jetzt nicht für den Film genutzt werden, also maximal irgendwie Erzählungen oder so. Das fand ich dennoch cool. Also anscheinend hat er dann, oder er ist sich selbst treu geblieben. Er sagte, davon hält er jetzt nichts oder er möchte, er braucht diesen Trubel um sich herum nicht. Und dann hat er es auch gemacht. Also ich finde, das wirkte schon für ihn selbst, für die Person sehr authentisch. Also in dem Fall würde ich sagen, dass man das, was er sagt oder das, wovon er spricht, was er vom Bergsteigen oder vom Alpinismus hält, dass man ihm das auch sehr gut glauben kann. Also auf jeden Fall. Ich glaube, die lustigste Erkenntnis für mich war eigentlich, dass er einer Filmproduktion zusagt und dass er ihnen dann mitten in der Filmproduktion in seinem größten Projekt den Mittelfinger zeigt, weil er seinen Prinzipien treu bleiben musste, für sich selber betrachtet und deshalb dann das Mount Robson Solo letztlich so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und auch die Begründung war ja eigentlich vollkommen nachvollziehbar. Und das Witzigste ist ja eigentlich, dass das Filmteam sich dabei selbst gefilmt hat, wie sie das Gespräch mit ihm geführt haben darüber, dass das ja kacke ist, dass er jetzt das alles alleine gemacht hat, ohne sie zu informieren. Und sie eigentlich gar nicht keine andere Wahl hatten, als Verständnis dafür zu haben, obwohl ihr eigenes Bildmaterial darunter litt. Weil es war ja alles offen. Er hat ja mit offenen Karten gespielt. Es war von Anfang an klar, er ist kein Mensch für Filmproduktionen. Man kann ihm das dann nicht übel nehmen, dass er dann halt einfach keinen Bock darauf hat, dass ein Filmteam bei seinen Projekten dabei ist. Also, das ist genial. Was ich ebenfalls noch sehr schön finde, ist dieser Kontrast zum heutigen Alpinismus oder zum Beispiel, oder die Leute, die halt sich jetzt Alpinisten nennen und in den Bergen unterwegs sind, das ist halt das komplette Gegenteil. Oder Leclerc ist das komplette Gegenteil von denen. Am Anfang des Films wurde ja gesagt, dass die Kletterszene am Anfang eher ein Außenseitersport war und mittlerweile dann sich zum Weltsport entwickelte und dann auch kommerzialisiert wurde, auf Social Media letztendlich damit Ansehen halt generiert worden ist. Und er ist ganz klar in diese traditionelle Kletterszene aus den anfänglichen Zeiten halt irgendwie einzukategorisieren. Und dann noch zu sehen, dass er so leicht wie möglich, beziehungsweise mit so wenig Material wie möglich dann diese Touren antritt, so wie es eigentlich auch gedacht war. Stellt man das jetzt mal im Kontrast zu anderen Leuten, die sich jetzt aktuell auf dem Mount Everest befinden, da würde ich schon sagen, dass, ja, trifft der Titel The Alpinist eventuell, also der Titel wird der Person, glaube ich, schon gerecht, könnte ich mir vorstellen. Aber
Gut, ich habe noch einen anderen Kritikpunkt, zu dem kommen wir vielleicht später, aber erstmal würde ich sagen, ihn als Alpinisten zu benennen, so wie er es macht, so wie er es denkt, so wie er es für sich vorsieht, das trifft schon ziemlich gut. Ja, aber das ist ein großes Problem meiner Meinung nach aus einem Ausschnitt des Films. Ja, das muss man an dieser Stelle besprechen, was da jetzt reingehört. Er hat in dem Film sehr alpinistisches Material geliefert. Er ist ein Alpinist gewesen. Er hat aber auch gleichzeitig wurde der Film dafür genutzt, um zu vermitteln, ja, das ist der pure Alpinismus. Also diverse Alpinisten haben sich dazu geäußert. Ja, das, was er da tut, das ist sozusagen die höchste Form des Alpinismus. Reinhold Messner wurde zitiert mit der Aussage, oder Reinhold Messner hat selber in dem Film gesagt, das ist ein Kindergarten, alles andere, wenn man nicht dabei sterben kann und so weiter. Also es wurde sehr viel auf diese Alpinistenschiene draufgedrescht und das stimmt auch alles so. Aber gleichzeitig hat man alles andere, was eben auch Alpinismus ist, meiner Meinung nach, gleichzeitig hat man das entwertet, weil man gesagt hat, naja, das findet ja nicht solo statt, damit ist es ja nicht so ganz so krass wie beispielsweise, wie eben beispielsweise Marc-André Leclercs Aufstieg am Mount Robson oder in der Stanley Headwall und so weiter, weil das ist solo. Und das finde ich insofern falsch, weil große alpinistische Leistungen lebten in der Vergangenheit immer davon, dass man mit einer zweiten Meinung unterwegs war, dass man sich selber irgendwie besser darauf vorbereitet hat, indem man gemeinsam loszog, indem man Risiken minimiert hat. Und gleichzeitig gibt der Film aber diesen Trugschluss her, dass Alpinismus nur dann stattfinden kann, wenn ein absolutes Minimum an Sicherheitsreserven da ist. Und das stimmt so nicht, meiner Meinung nach. Alpinismus ist immer dann vorhanden, wenn sich Menschen, egal in welcher Gruppe, dazu aufmachen, ein alpinistisches Problem oder ein Problem im Gebirge zu lösen, anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, aber hat grundsätzlich nichts damit zu tun, wie viel Sicherheit per se dabei herrscht. Also ich glaube, Alpinismus lebt davon, dass neue Projekte entstehen und das bedeutet gleichzeitig, dass es sowieso keine oder nur sehr wenige Sicherheitsnetze geben kann. Ein Klettersteig wird niemals ein alpinistisches Projekt sein, aber das liegt ja auch daran, dass schon 5 Millionen Menschen da drauf waren, weil sonst gäbe es ja auch dieses Stahlseil letztlich nicht, das installiert wurde. Der Alpinismus fand statt, als dieses Stahlseil eben noch nicht dort war. Das Stahlseil hat die alpinistische Tätigkeit entwertet zu einer touristischen Tätigkeit, aber das hat überhaupt, das hört man offensichtlich gerade, das hat ja nichts mit der Gruppengröße zu tun. Solo-Alpinismus ist eine großartige und sehr riskante Form des Alpinismus, aber es heißt nicht, dass Alpinismus zu zweit kein Alpinismus ist. Es ist der Alpinstil wird geprägt durch den Begriff, dass es eine Gruppengröße gibt, die das alpinistische Vorhaben umsetzt. Insofern ist das damit ja vollkommen entwertet, dieses Argument. Genau, das ist eigentlich mal schon mein größter Kritikpunkt oder etwas, womit ich jetzt nicht übereinstimmen würde, auch wenn ich jetzt kein Alpinist bin oder jemand, der großartig oder solche Bergtouren in nächster Zeit irgendwie vornehmen würde. Dieses Gleichsetzen von Alpinismus gleich Free Soloing ist das Maximum, mehr geht da nicht und nur das ist das Wahre, finde ich auch im Anbetracht der Geschichte, wie sich der Alpinismus entwickelt hat. Das ist meiner Meinung nach schon ein großer Widerspruch, denn am Anfang des Films wurde ja auch ganz deutlich gezeigt, wie sich der Alpinismus entwickelt hat und das waren immer Teams. Es waren immer verschiedene, entweder Teams aus den gleichen Ländern, also wo sie dann letztendlich Nationen versucht haben, also Berge als erstes zu erklimmen. Es war immer ein Gruppenprojekt und es spielten immer mehrere Leute eine Rolle. Und das ist ja auch irgendwo auch heute der Fall, auch wenn letztendlich nur eine Person auf dem Berg steht. Also würde ich sagen, ist es äußerst schwierig, wirklich nur eine Person zu involvieren. Ja, also auch hier stand ja ein Team dahinter, wie auch immer sie geholfen haben. Ich weiß jetzt nicht, also ob jetzt da ein Support-Team hinterstand. Aber das jetzt nur auf eine Person zu beschränken und dann auch das Free-Soloing, also auch diese Gefahr, also es muss gefährlich sein, du musst sterben können. Ich weiß nicht, also das wäre jetzt nicht etwas, was man irgendwie auch publizieren sollte, was man jetzt auch in der heutigen Welt irgendwie verbreiten sollte. Denn heute ist es ja, oder finde ich, ist es eher so, dass ja, wie ist es in der heutigen Welt? Ja, das, was man letztendlich hört, sich als Vorbild nimmt und wenn ich höre, dass jetzt der Anspruch oder dass jetzt alles andere, was halt nicht Free Solo gemacht wird, wertlos ist, da zwinge ich mich ja schon irgendwo, wenn ich mich selbst profilieren möchte,
dahin, selber irgendwann so eine Tour zu planen. Auch wenn ich eventuell gar nicht, also als wenn, also was ich sagen will, ist, dass der soziale Druck einfach damit erhöht wird. Ja, also ich glaube, dass, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn Leute sehen, was möglich ist, und wenn sie sich dazu bereit fühlen, das nachzuahmen und dabei sterben, dann ist das nicht die Schuld des Films, dass sie gestorben sind. Ich glaube, das ist die Schuld des, also es wird jetzt kein Kind heute losziehen, weil The Alpinist und weil Marc-André Leclerc da irgendwo großartig unterwegs ist. Da gibt es ganz andere Filme, die größere Berühmtheit erreicht haben oder Leute, die mehr Social-Media-Aktivitäten haben und deshalb, also ich glaube, dass trotzdem am Ende des Tages jeder für sich selber verantwortlich ist, und ich glaube, dass das größte Manko in dem Film in dem Punkt war, dass Alpinismus zwar erklärt wurde, also es gibt diese Szene, wo die ganzen alten Bilder nochmal eingeblendet werden vom Matterhorn und so weiter, da zeigt man eigentlich, was Alpinismus ist, und das ist alles richtig und wichtig, dass das so erwähnt wird, und auf dem nächsten Atemzug sieht man Alpinisten, die sagen, Free Solo ist die größte Form der Freiheit, Free Solo ist das Maximum an Alpinismus, Free Solo ist sozusagen die höchste Disziplin des Alpinismus. Also man bewertet zuerst den Alpinismus als ein Teamprojekt, weil man sagt, okay, es sind Zweierteams, Dreierteams, es wird alles schneller und so weiter. Und im nächsten Moment entwertet man alles genau dadurch, dass man sagt, ja, aber Free Solo, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ich glaube, dass Free Solo in der Tat ein anderes Level ist, aber höchstens im Risiko und gar nicht so sehr in der alpinistischen Erfahrung. Denn wenn jetzt beispielsweise am Mount Robson in der gleichen Route zwei Leute unterwegs gewesen wären, hätten wir trotzdem von Alpinismus reden können und wir hätten trotzdem die Leistungen großartig anerkannt. Und das Einzige, was sich geändert hat mit Marc-André Leclerc, ist, diese Dinge wurden nun auch alleine gemacht und angegangen, aber es entwertet nicht die Leistung, wenn ich und Freddy morgen den Mount Robson über die gleiche Route eben zu zweit machen, dann sind wir keine beschissenen Alpinisten, wir sind auch nicht besser als Marc-André Leclerc, wir haben einfach was anderes gemacht und es fällt meiner Meinung nach trotzdem immer noch unter die gleiche Definition der Gruppe Alpinismus. Mal was anderes, kennst du aktuell oder existieren momentan Alpinistengruppen, also Duos oder Trios, die Weltbekanntheit oder eine größere Bekanntheit haben, die aktuell Berge besteigen oder solche Projekte halt irgendwie angekündigt haben oder schon abgeschlossen haben? Nein. Also es gibt Alpinisten unter Anführungszeichen, wo man sich wieder drüber streiten kann. Das waren die Huber-Brüder, die haben eine große Zeit lang vor allen Dingen Kletterprojekte gemeinsam gemacht und für den puren Alpinismus haben sie sich dann letztlich wieder getrennt. Die einzigen, die mir jetzt einfallen würden, die sehr, sehr alpine Projekte machen, sind Simon Messner und Martin Sieberer, die als fixes Duo unterwegs sind, die aber keine großen Ankündigungen machen, sondern die Projekte einfach veröffentlichen, wenn sie geschafft haben. Also niemand wusste beispielsweise, dass sie die Matterhorn-Nordwand über die selten wiederholte Bonatti-Route machen. Erst als sie oben waren und gepostet haben, ziemlich dunkel hier oben in der Nacht, war klar, sie stehen auf dem Matterhorn und selbst da war nicht klar, dass sie in der Bonatti-Route stehen. Also das sind Dinge, die gibt es im kleineren Stil, aber ansonsten gibt es keine Gruppierungen. Es gibt den Alpine Club, der aber mittlerweile eher eine historische Bedeutung hat. Das ist ein Ehrenverein, in dem die größten Alpinisten aller Zeiten aufgenommen werden und unter denen auch einzelne Leute miteinander was gemacht haben, aber mittlerweile sind, ich glaube, fast alle Leute aus dem Alpclub entweder sozusagen retired, also sind halt sozusagen in Rente gegangen als Alpinist oder sind tot. Also ja, insofern eigentlich gibt es keine Duos mehr, die so immer schön konstant gemeinsam Sachen geplant haben. Das wird mir zumindest jetzt niemand einfallen. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, was mir jetzt noch dabei eingefallen ist, also einerseits verstehe ich natürlich, wenn man im Film jetzt, also in einem Film, worum es halt um diese verunglückte Person geht, jetzt nichts sagen möchte oder den Partneralpinismus vielleicht ins Zentrum stellt, sondern dass man sich natürlich dann aufs Free Solo konzentriert. Aber ich finde allgemein gesprochen, passt dieser Film schon sehr in das Bild des heutigen Alpinismus oder verstärkt hat diesen Solo-Alpinismus oder Free Solo-Alpinismus. Was ich, also wie gesagt, da hatten wir jetzt zwar schon mehrmals drüber, das hatten wir ja schon mehrmals jetzt wiederholt. Das müsste jetzt eigentlich nicht so sein. Ich weiß nicht, haben sie es jetzt gemacht, weil sie einfach die Person jetzt nicht angreifbar machen wollen oder weil das eigentlich schon von vorne, also weil das jetzt kein Thema war, weil es unwichtig ist.
Weil ich finde, am Ende des Films habe ich schon das Gefühl, dass das Free Solo Bergsteigen der einzige Alpinismus ist. Und das ist ja, also weiß nicht, meiner Meinung nach ist das jetzt nicht. Ich finde, das lässt sich damit ganz gut beantworten, also nicht beantworten, aber damit die Frage grenzt daran an, wen wollte eigentlich dieser Film erreichen oder wen wollten die Produzenten mit Marc-André Leclerc als Person erreichen? Denn die Aufmachung des Films spielt ja eine große Rolle, wenn es darum geht, was ein Film vermittelt. Beispielsweise diese Rolle des Free-Solo-Alpinismus oder des Alpinismus, des technischen Alpinismus, wie man das in den 80ern gemacht hat, dass man alle großen Wände der Alpen technisch erklettert hat mit technischen Hilfsmitteln. Das sind Dinge, die werden ja präsentiert und die werden aufbereitet. Und das alles steht unter der Frage, wen möchte ich mit diesem Film eigentlich erreichen? Klar, Red Bull und Universal, die wollen möglichst viele Menschen erreichen. Aber im Prinzip sehen sich diese Leute, die Kinogänger beispielsweise, einen Trailer an, sehen einen Titel, sehen ein Cover, ein Thumbnail und denken sich, ja, das sieht geil aus und das schauen wir uns mal an. Aber wenn man dann im Film sitzt, dann muss das immer noch stimmig sein. Es muss immer noch klar sein, wen wollte ich mit diesem Film erreichen. Und meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht klar geworden. Nicht mal ansatzweise, weil schauen wir uns kurz das meiner Meinung nach größte Bild für dieses große Fragezeichen der Zielgruppe liegt in der Stanley Headwall. Das wurde aufbereitet, es gibt diese Stanley Headwall. Marc-André Leclerc könnte damit einen großen Meilenstein im Free-Solo-Alpinismus sich sozusagen einfahren. Und gleichzeitig hängt er dann, ich glaube, 3 Minuten lang nur im Überhang der Stanley Headwall, im Mixed-Bereich, im Felseis. Es sieht wahnsinnig gefährlich aus. Ich habe im Kino gemerkt, es war mucksmäuschenstill. Da hat überhaupt nichts mehr geraschelt. Die Leute waren am Ende ihrer Nerven. Und die Zuschauerschaft hat für mich den Eindruck gemacht, als wären sie einfach durchschnittliche Leute, die gerne mal wandern gehen, die gerne mal in den Bergen unterwegs sind. Da waren keine Leute dabei, die noch nie mit dem Bergsport irgendwas zu tun gehabt haben. Vielleicht waren auch deutlich anspruchsvollere Alpinisten unter dem Publikum, was weiß ich. Aber grundsätzlich hat dieser Film die Zielgruppe, Menschen zu erreichen, die einfach mal erstmal baff sein sollen von der Leistung. Aber die Leistung letztlich auch gar nicht einordnen können. Also die Schwierigkeit der Stanley Headwall wurde nie erwähnt. Es kann niemand was damit anfangen, ob das jetzt M4, M16, M100 oder was auch immer ist. Niemand weiß, ob es diese Schwierigkeitsgrade überhaupt gibt. Also in diesem Zielpublikum steckt vor allen Dingen faszinierende Bilder zu liefern. Und die Leute, die das selber machen, die das selber praktizieren, aber wahrscheinlich eher mit Seil und mit Partner, die wissen, wie krass das ist, was da gemacht wird. Aber alle anderen haben am Ende des Tages ja nicht mal eine Ahnung gehabt, wie spektakulär diese Leistung, diese technische Leistung, die Kraftausdauerleistung letztlich war. Also man hat keinen Vergleichswert und nichts. Also ich fand vor allem, dass der Film eine Art Mindset eventuell transportiert. Wie du sagtest, sind es ja eher Menschen, die eventuell am Anfang gerade ihrer alpinistischen Karriere liegen. Und Leclerc ist halt ein Mensch, der mit seinen eigenen individuellen Schwierigkeiten und Besonderheiten, die er in seiner Kindheit erlebt hat, die seine Mutter erkannt hat und letztendlich dann auch sein Leben danach ausgerichtet hat, thematisiert worden und hat einfach gezeigt, was für ein Mensch, der einfach nicht in das normale Arbeitsleben passt eventuell, der einfach eine ungebrochene Passion fürs Klettern besitzt und diese einfach ausleben möchte. Umso verwunderlicher finde ich, dass am Ende des Films ja eher die Message ausgesprochen wird, push dich aus deiner Komfortzone, ja, also nimm dir ein Beispiel an Leclerc, geh aus deiner Komfortzone und mach was, ja, oder mach was aus deinem Leben, veränder es, geh aggressiv vor, entwickel dich weiter. Aber Leclerc hat sich ja so nie aus der Komfortzone gepusht. Für ihn war es halt geil. Also für ihn war es ja tatsächlich ein Erlebnis für sich selbst, was er selbst furchtbar genossen hat. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich jetzt wirklich großartig davon jetzt überzeugen müsste und jetzt, ich weiß nicht, 3 Jahre lang seinen Ernährungsstil umwälzt, um jetzt auf diesen Berg zu gehen. Also er, weiß nicht, war halt ein Mensch, der es einfach geliebt hat, das zu tun, was er gemacht hat. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie nah das jetzt an der echten Person Leclercs jetzt ging, ja, also wie tief dieser Film ihn jetzt zeigen konnte.
Aber nach dem, was halt jetzt im Film gezeigt worden ist, würde ich jetzt das schon so sagen, dass Leclerc es geliebt hat. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Message am Ende des Films eher unpassend. Ja, ich glaube, dass es auch ein spannender Kontrast ist, der nicht vernünftig erfüllt wird oder der nicht vernünftig transportiert wird. Marc-André Leclerc war ein Abenteurer, ohne sich selbst als Abenteurer darzustellen. Demgegenüber stehen sehr viele Leute, die keine Abenteuer erleben und sich als Abenteurer inszenieren. Social Media als größtes Beispiel, ganz grundsätzlich. Und ich glaube, dass das komisch ist. Ich glaube, dass viele Leute das nicht einordnen können. Wenn Reinhold Messner davon spricht, dass es kein Spielplatz ist und dass es kein Kindergarten mehr ist, wenn man mal sterben kann und alles andere ist es aber, dann müsste man selber auch mal so ehrlich sein und sagen, wir haben alle noch nicht wirklich viele Abenteuer erlebt. Die meisten, ich würde schätzen, 99% der Leute, die im Bergsport unterwegs sind, haben diese Art der Abenteuer noch nie erlebt. Wenn wir jetzt mal die Definition von Reinhold Messner übernehmen, ganz frech, dann würde ich sagen, 99,5% der Touren, die wir machen, sind keine Abenteuer, sondern sind Trainingstouren, sind der Kindergarten, den Reinhold Messner so provokativ hier als Beispiel nimmt. Ich habe selber in meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Touren gemacht, die in dieser Definition gerecht werden würden. Natürlich, ich hätte bei allen Touren kann man mehr oder weniger sterben in dem Sinne, aber so richtig alpinistische Touren, wo ich sage, jeder Fehltritt oder jeder kleinste Fehler von Anfang bis Ende ist definitiv der Tod und vor allen Dingen, man muss sich sehr viel mehr auf die Natur verlassen, als man das sonst tut, wie es Marc-André Leclerc hier tut. Solche Touren erlebt man ganz, ganz selten, selbst wenn man in den Bergen wohnt und selbst wenn man jeden Tag im Gebirge unterwegs ist, denn sie erfordern letztlich nun mal ein wahnsinniges Maß an Überwindung, Planung, Vorbereitung und auch den persönlichen Willen, sich auf dieses Risiko einzulassen. Ich glaube, wenn man von einem Restrisiko von 5% ausgeht, dass man sich irgendwie bei Natur verletzt oder stirbt, dann kann man noch nicht so stark von einem riesigen Risiko oder einer lebensgefährlichen Tour ausgehen. Aber wenn das Risiko mal irgendwo auf 50%, 60%, 70% steigt, dann wird es interessant, weil dann kann man sich darüber unterhalten, was ist eigentlich noch verhältnismäßig und was ist eigentlich noch unverantwortlich und verantwortlich. Denn Reinhold Messner sagt ja hier auch selber im Film, es ist absolut nicht zu verteidigen und es ist sehr unverantwortlich, sich auf solche Touren einzulassen, zumindest wenn man es gegenüber anderen rechtfertigen will. Und ich glaube, dass es da keine eindeutige Grenze gibt, deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine Grenze für Alpinismus gibt, aber vor allen Dingen, ich glaube, dass wir Menschen auch selber nicht ganz vergessen sollten, dass wir alle keine oder dass viele von uns keine Abenteurer sind und Abenteurer ist man nur unter ganz bestimmten Momenten, in ganz bestimmten Momenten und bei ganz bestimmten Touren. Ich persönlich würde mich selber nicht als Abenteurer bezeichnen und habe aber definitiv schon das ein oder andere Abenteuer erlebt. Es gibt Menschen, die erleben jeden Tag Abenteuer und sind dementsprechend auch Abenteurer. Aber ich glaube, Abenteuer, so wie es Reinhold Messner, so wie es die Alpinisten und Extrembergsteiger beschreiben, die messen sich in ganz wenigen Touren, grundsätzlich, bei uns allen. Und nicht innerhalb, also man kann nicht ein ganzes Leben als Abenteurer verbringen, weil, naja, man sieht an Marc-André Leclerc letztlich, was passiert, wenn man jeden Tag ans Limit des menschlich Möglichen geht, was auch psychische Belastbarkeit betrifft, weil wenn ich mir überlege, dass er sagte, seine Tagesroutine ist es, die Grand Wall einmal hochzuspazieren, free solo, dann kann man schon davon reden, dass er wirklich tatsächlich jeden Tag in seinem Leben als Abenteuer verbringen wollte. Und das ist ja bei, ich sag mal, uns Normales ja nicht der Fall. Ja, also jeder Zuschauer, der diesen Film sieht, der wird ja ein ausgeglicheneres Leben haben. Ja, bestimmt. So. Was letztlich die Zielgruppe wieder in Frage stellt. Weswegen ich sagen würde, dass ein Mindset transportiert wurde, Jetzt nicht, dass jetzt dieses Mindset, diese Art zu übernehmen und jetzt zum Spitzenalpinist zu werden, sondern einen Schritt zurück, weg von dieser Profilierung und einfach Dinge für sich selbst zu tun in seinem Umfeld, welches man liebt. Das war ja auch ein ganz zentraler Punkt bei Leclerc, mit seiner Freundin Zeit zu verbringen oder mit den Menschen, die er mag. Und das würde ich jetzt, also währenddessen wir über diesen Film reden, für mich jetzt als Schlussstrich draus ziehen, Abenteuer anzugehen, sie zu planen
sie zu machen, eventuell weniger träumen. Das ist ja, das passt auch wiederum sehr gut in diesen Red Bull-Style natürlich. Klar. Aber Leclerc ist in dem Fall eine Person, die das relativ authentisch vermitteln kann. Und es zu machen, weniger eventuell dies auf Social Media breit zu treten und es halt in die Höhe zu extremisieren, zu, wie sagt man, zu dramatisieren und letztendlich sein Ding zu machen und die Zeit mit den Menschen zu genießen, die, mit denen man sich halt gerne umgibt. Ich glaube, dass der Film letztlich einen guten Einblick in das Leben von einem Extrembergsteiger geliefert hat. Ich finde es zufällig sehr passend, dass dieser Film dann am Ende des Tages auch das Bild davon zeichnet, was passiert, wenn Menschen eben jeden Tag oder sehr oft in ihrem Leben an die Grenzen des Möglichen und des Gefährlichen gehen und sich an Orte begeben, an denen der Mensch per se nichts verloren hat. Ich glaube, dass das der Film sehr gut transportiert. Ich bin Red Bull sehr dankbar dafür, dass ich diesen Menschen dadurch deutlich näher kennenlernen konnte, dass ich vor allen Dingen auch sehen konnte, was im Alpinismus heute alles so möglich ist und was sich die Menschen alles so zutrauen. Ich glaube, es braucht immer einen gewissen Maßstab, an dem sich der Alpinismus messen kann. Das war in den 70er Jahren Reinhold Messner, das war in den 40er Jahren waren das Leistungen von Hermann Buhl. Es gibt viele Alpinisten, an denen sich eben die Leistungen der künftigen Generation messen werden und das ist nicht zu bestreiten, dass das einfach so passiert. Und ich glaube, dass dieser Film perfekt festgehalten hat, wo wir heute stehen im Alpinismus. Und das gilt es nicht zu bewerten, ob das allein oder zu zweit oder zu dritt besser ist. Ich glaube, es gilt zu akzeptieren, dass das der heutige Stand, die heutigen Grenzen des Alpinismus sind. Und Red Bull hat das gut gemacht, finde ich. Es muss immer kinotauglich sein, das ist das Problem. Kinotauglich und massentauglich und auf der anderen Seite Alpinismus, was eine einsame Geschichte ist, lässt sich nicht verbinden und ich finde, das hat der Film perfekt bewiesen, indem Marc-André Leclerc einfach mitten im Film sich denkt, ja, fuck you und ich bin dann mal weg. Und deshalb, wie will man einen Film über einen Menschen machen, der in einem Sport steckt, der nicht verfilmt werden will? Der Sport will nicht verfilmt werden, der Sport lebt davon, einsam stattzufinden und die Person, die das jetzt in diesem Fall vermittelt, tut das auch und wir wollen jetzt alle daran teilhaben und wir alle wollen das jetzt im Kino sehen können. Ich finde, diesen Spagat zu machen ist unglaublich schwer und ganz ehrlich, für diesen Anspruch haben sie es gut gemacht. Umso dankbarer sollte man Alex Honnold sein, dass er bei dem Film Free Solo das Kamerateam partizipieren lassen hat. Alex Honnold hat wahrscheinlich einfach mehr gesehen, dass es ein guter Nutzen sein wird, wenn man da viele Leute einbindet und ein Kamerateam und so weiter. Und man hat auch bei Free Solo den Struggle gesehen von Alex Honnold, da hochzugehen. Und dann hat er einen Versuch gestartet und dann hat er gesagt, das sind ihm da zu viele Leute und er weiß nicht, das fühlt sich nicht gut an mit so vielen Leuten und so weiter. Also man sieht auch einfach, dass extremer Sport, selbst Alpinismus im kleinen Stil, der nicht so extrem ist, einfach nicht in diesem Sinne stattfinden sollte. Und das hat dieser Film bewiesen, das hat Free Solo bewiesen. Und deswegen ist es schade, dass Filmstudios wie Universal und Red Bull Media House jedes Jahr aufs Neue versuchen, den Alpinismus zu kapern, für Einnahmen, für Klicks und vor allen Dingen für mehr extremes Footage, das man letztlich dann weiter ausschlachten kann. Ich glaube, das hat der Alpinismus so nicht verdient. Ich finde aber trotzdem, was man abschließend sagen kann, Marc-André Leclerc war ein großartiger Alpinist, auf jeden Fall. Er war ein Ausnahmealpinist und er läutet eine Ära ein, in der es vielleicht noch viel, viel mehr Menschen geben wird, die alleine wieder auf Reisen gehen. Das war ein Trend, den es in den 70ern gab und er ist wieder ausgestorben. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist am Ende des Tages vollkommen egal. Der Alpinismus entwickelt sich ganz unabhängig davon, was die Gesellschaft dazu sagt. Ganz unabhängig davon, was ich für eine Meinung davon habe und das finde ich gut und wichtig, denn damit sind wir Beobachter in einem Spiel, das wirklich lustig und wirklich spannend ist mitzuspielen. Und deswegen gebe ich jetzt dem Freddy die letzten Worte. Ne, ich denke, das war schon sehr gut zusammengefasst. Für mich würde ich noch hinzufügen, dass dieser Film eventuell ja noch ein Anlass sein kann, so alpinistische Abenteuer wieder vermehrt in Gruppen stattfinden zu lassen oder zu planen. Wenn du sagst, das ist ein Abbild des heutigen Alpinismus, finde ich einen Grund, um ja, vielleicht mal ein bisschen gegenzusteuern. Das wird die Zukunft zeigen.
Und deshalb wünsche ich euch wie immer bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit. Was auch immer ihr von dem Film haltet, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare bei YouTube schreiben oder auch an kontakt@alpenacademy.at. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch noch auf den Discord-Server verweisen. Ihr findet alle Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung, denn da kann man auch über dieses Thema deutlich direkter plaudern als beispielsweise in den Kommentaren oder per Mail. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Berghai.